Kampf um den zweiten Platz im französischen Grand Prix Villeneuve, Ferrari gegen Arnoux auf Renault Turbo. Vorne ganz überlegen jetzt und nur noch 3,5 Runden bis zur Zielflagge, Jean-Pierre Jabouille. Und jetzt ist es soweit. Arnoux innen, Villeneuve außen, keiner gibt nach. Arnoux hat den günstigeren Kurvenradius und ist in der folgenden Linkskurve vorbei. Großartig gemacht von Arnoux, aber nicht nachgegeben hat Villeneuve. Das war wirklich um Zentimeter. Zeitlupenwiederholung. Beinahe hätten sich die zwei Wagen mit den Rädern berührt. Runde, 2,5 Runden vor Schluss, also jetzt beide Renault in Führung, Jabouille vor Arnoux. Probiert ihnen vorbeizufahren, Arnoux hat jetzt nicht aufgepasst. Ja, alle Achtung vor Gilles Villeneuve. Dieses Manöver hat man ihm nicht mehr zugetraut. Haben Sie gesehen, Arnoux war etwas langsam schon in dieser Kurve. Er war sich schon ziemlich sicher und Villeneuve mit einer extremen Spätbremsung und mit rauchenden Reifen, genau wie vorhin Arnoux, ist eine Runde später Villeneuve jetzt am Renault vorbeigegangen. Und jetzt muss sich Arnoux schon noch etwas einfallen lassen. Hat allerdings jetzt eine unheimliche Probe seines Talents gegeben, eine Probe seiner fast akrobatischen Wagenbeherrschung. Denn dieses Manöver, wie gesagt, war ihm kaum mehr zuzutrauen. Jetzt liegt der Arrow von Jochen Maas vor Villeneuve und Arnoux. Arnoux versucht jetzt den gleichen Angriff wie vorhin Villeneuve. Arnoux innen. Sehr knapp war das und jetzt hat Arnoux den Franco-Kanadier sozusagen zurück überholt, aber ist etwas quer gestanden und Villeneuve gibt einfach nicht nach. Hat den schleudernden Wagen noch abfangen können. Ja, das sind unglaubliche Szenen. Noch einmal Villeneuve vorne. Die Runde bereits für den Ferrari und den Renault Turbo. Aber der Unterschied zwischen 6 oder 4 Weltmeisterschaftspunkten kann vielleicht für Villeneuve am Jahresende entscheidend sein. Und das ist der Sieger im Ziel. Jean-Pierre Jabouille, der 36-jährige Franzose, gewinnt seinen ersten Grand Prix. Wer aber wird Zweiter? Villeneuve oder Arnoux? Punkte für Villeneuve und dieser Angriff von Arnoux nach der Zielflagge kam zu spät. Erster also Jabouille auf Renault Turbo, zweiter Gilles Villeneuve auf Ferrari, dritter René Arnoux auf Renault Turbo. Die ersten Weltmeisterschaftspunkte für den jungen französischen Fahrer, der voriges Jahr erst in die Formel 1 eingestiegen ist. Vierter Alan Jones auf Williams, der endlich wieder einmal durchgekommen ist, nachdem er schon in den letzten Rennen hervorragende Leistungen geboten hat, aber immer wieder durch stupide Defekte gestoppt wurde.